zeigen. Wo ist denn mein Auto? Ja, das hat Sophie. Sie musste heute doch nach München zur Mutter Oberin. Richtig. Dann fahre ich mit dem Fahrrad. Ja. Ach, Mist! Dann kann ich ja die Klamotten nicht in die Altkleidersammlung bringen. Die sind hinten im Kofferraum. Das ist nicht nötig, das habe ich schon längstens erledigt. Aber bitte vergiss nicht, auf die Bank zu gehen. Unsere Scheckkarte ist seit Wochen abgelaufen. Die neue liegt an der Kasse. Du musst sie bitte nur abholen. War das jetzt Schwester Lotte? Ja, sie muss ins Rathaus. Sie hat keine Zeit. Aber heute Abend vielleicht. Schade, dass Sie die Einzige sind, Schwester Agnes, die sich für meine Arbeit interessiert. Sehen Sie, das hier zum Beispiel ist das linke Wadenbein. Aha. Entschuldigen Sie, aber das ist über ein Jahr her. Und da Sie auf unsere Nachricht nicht reagiert haben, das kann ich dann auch nicht ändern. Viel gelernt haben Sie in unserem Seminar nicht, sonst würden Sie sich jetzt nicht so unmöglich aufführen. Gelobt sei Jesus Christus. Mein Gott, was ist los? Wer war das? Ach, ein Seminargast von letztem Jahr. Dieser Dr. Kämmerer. Er hat eines seiner Jackets hier vergessen damals. Das ist mal wieder typisch. Kaum gibt man die Sachen weg, braucht man sie. Wenigstens wird sich derjenige freuen, der das Sakko kriegt. Laut dem Herrn Doktor war es nämlich aus Kaschmir. Warum sollen arme Leute immer in Lumpen rumlaufen? Ich bringe jetzt unserem Professor Dr. Hänfling einen Apfel. Was machen Sie denn da, Herr Meier? Kommen Sie, riechen Sie mal. Da ist was im Kofferraum. Riecht wie im Leichenschauhaus. Herr Meier. Wieso? Der Herr Wöller hat wahrscheinlich so viele Leichen im Keller, dass er sie jetzt woanders verbuddeln muss. Ich kann Ihre Animosität ja durchaus verstehen, aber Leichen... Wie du mir, so ich dir. Ganz im Gegenteil. Im christlichen Glauben vergilt man nicht Böses mit Bösem, sondern mit Gutem. Und sagen Sie jetzt nicht, Sie sind evangelisch. Das gilt für jeden. In Ewigkeit Amen. Ach, Herr Lehmann, haben Sie Herrn Wöller in die Mangel genommen wegen der Miete? Ja, klar. Das ist doch lächerlich, dass er jetzt dem Gemeinderat seine 4 Millionen Fehlinvestitionen als fantastische Anlage unterjubeln will. Oh, und wie haben Sie sich entschieden? Seine Fraktion hat uns überstimmt. Nach dem Motto, lieber 18.000 als gar kein Geld. Dann werde ich stärkere Geschütze auffahren lassen. Und ich bin in bester Laune dazu. Grüß Gott, Monika. Grüß Gott. Ach, Frau Laban, grüß Gott. Schwester Lotte. Herr Wöller ist nicht da. Oh, aber sein Auto steht doch unten. Er ist drüben auf der Bank. Wahrscheinlich ist er zu Fuß gegangen, um in der Menge seiner Wähler zu baden, wie er zu sagen pflegt. Auf der Bank? Naja, es hat sich herumgesprochen, dass das mit dem Kongresszentrum nichts wird. Und da werden die Herren Banker nervös. Vom Land hat er ja nur 2 Millionen gekriegt. Und den Rest hat er sozusagen kreativ finanziert, sprich gepumpt. Verstehe. Aber der Mann ist am Boden zerstört. Ich habe ihn so noch nie gesehen. Ich dachte schon, vielleicht macht er mal eine Therapie. Herr Wöller, eine Therapie. Frau Labert. Wollen Sie eine Tasse Kaffee? Ich habe auch noch ein Stück vom Geburtstagskuchen von Herrn Pröttl übrig. Sonst liebend gerne. Aber ich muss unsere Scheckkarte von der Bank holen. Das wird aber knapp. Nein, nein, die schließt erst um 4. Eben. Schwester Agnes bringt mich um. Auf Wiedersehen, Frau Labert. Auf Wiedersehen. Frau Wehrland, nein, Moment. Stopp, Schwester Lotte, wir haben schon zu. Das geht nicht, ich muss unbedingt noch unsere Scheckkarte holen. Die Schwester Agnes hat gesagt, die liegt an der Kasse bereits. Ja, ich weiß schon, aber die ist schon weggesperrt und den Schlüssel hat der Chef. Ja, aber der Herr Wöller muss doch noch bei ihm sein. Ja. Bitte, ich kann ihn doch überreden. Ja. Frau Wehrland, Sie sind die Beste. Sagen Sie es, mein Chef. Mir sind die Hände gebunden. Was meinen Sie, was ich von der Zentrale zu hören kriege? Wenn denen dämmert, dass ich Ihnen 2 Millionen für ein unbebaubares Grundstück geliefert habe. Was heißt denn hier unbebaubar? Na schön, die Grundsteinlegung ist geplatzt. Aber in ein paar Wochen ist Professor Hänfling wahrscheinlich schon bis zum Erdmittelpunkt vorgestoßen. Schwester Lotte. Grüß Gott, entschuldigen Sie. Frau Wehrland hat mich netterweise noch hereingelassen. Sie kommen wie gerufen. Können Sie Herrn Traugott vielleicht darüber aufklären, dass wir kurz vor einer Einigung stehen, was den Rückkauf des Klosters anbelangt? Einigung? Das ist ja wohl leicht übertrieben. Die Mutter Oberin hat sich lediglich auf mein Betreiben hin zu einem Lokaltermin bereit erklärt.
Ja, jetzt schauen Sie mich nicht so an wie ein weitwundes Reh. Die Mutter Oberin ist ein vernünftiger Mensch. Und wenn ich ihr den Deal mit ein paar Zugeständnissen seitens der Gemeinde versüße, dann ist die Sache perfekt. Aber deswegen sind Sie sicher nicht hier, oder? Nein, nein, und Sie sind mich auch gleich wieder los. Die Frau Wehrland hat unsere Scheckkarte weggeschlossen und die bräuchte ich. Sie haben Glück, der Safe-Raum ist noch offen. Sonst wäre vor morgen früh nichts zu machen. Sie entschuldigen mich, ich bin gleich wieder zurück. Sagen Sie mal, wollen Sie mich mit aller Gewalt ruinieren? Wenn die Bank uns den Kredit sperrt, dann kann ich mich in mein Auto setzen und an den nächstbesten Baum fahren. So wie ich Sie kenne, nehmen Sie dazu sicherlich einen Gebrauchtwagen und nicht Ihre neue Luxuskarosse. Mir ist nicht nach Scherzen zumute, Schwester. Sie wollen doch nicht von mir verlangen, dass ich Dr. Traugott irgendwelche Lügenmärchen aufbinde. Und von einer Einigung mit der Mutter Oberin sind Sie meilenweit entfernt. Oh, das sind doch Nuancen der Formulierung. Also ich fresse meinen Sakko mit Brieftasche. Wenn Ihre Frau Oberin nicht zuschlägt, wenn sie ein Geschäft wittert. So, zur Abwechslung hat Frau Wehrland mal alles an den richtigen Platz gelegt. Hier, quittieren Sie bitte den Empfang. Nach München zur Mutter Oberin? Mhm. Und du weißt nicht, warum? Das ist es ja gerade. Ich glaube, Schwester Lotte weiß es, aber sie rückt nicht raus damit. Vielleicht steckt Wöller wieder dahinter. Wegen uns? Aber das Gerede ist doch spätestens, seit ich mit Max zusammen bin, vorbei. Was ist mit mir? Nichts. Ich muss los. Dann bist du zum Abendessen wieder nicht da? Ja, Frau Heinrich will mir noch unbedingt das Haus zeigen, was ich ihr nachbauen soll. Nachbauen? Stinkt mir auch. Aber ich kann es mir momentan nicht leisten, einen Auftrag abzulehnen. Ich weiß. Nur schade. Tschüss. Tschüss. Ich muss auch los, sonst komme ich noch zu spät. Wer ist Frau Heinrich? Irgendeine reiche Frau, die ein Haus bauen will. Wie gut sieht sie aus? Sophie! Falls er hier fremd geht. Du bist unmöglich. Entschuldige mal, aber er ist auch nur ein Mann. Dankeschön. Du fährst jetzt. Dann hast du es hinter dir. Was kann schon Großes sein? Bei unserer Oberin weiß man nie. Aber du rufst mich gleich an, ja? Ja. Ich brauche eine Entscheidung, weil irgendetwas muss ich dem Gemeinderat ja vorlegen. Ich werde mich morgen in der Zentrale absichern. Ich habe keine Lust, mit Ihnen den Bach runterzugehen. Ich zähle auf Sie, Herr Traugott. Eine Hand wäscht die andere, haben uns verstanden. Das will ich überhört haben, Herr Weller. Vielen Dank, Herr Traugott. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Schwester. Auf Wiedersehen. Los, Sie auch. Und keine Mätzchen. Machen Sie sich doch nicht unglücklich, Sie versündigen sich. Sei Sie still. Los, weiter. Wo ist der Safe? Weiß ich nicht. Sie wissen doch, wo der Tresor ist. Halten Sie sich da raus. Jetzt machen Sie schon. Sie sind doch dabei, Herr Traugott. Jetzt tun Sie doch, was der Herr sagt. Sofort. Machen Sie den Safe auf. Ja, der ist schon auf. Na wunderbar. Hier, ich will genau 122.444 Euro und 80 Cent. Haben Sie so viel Geld da? Sie sollen still sein! Los, beeilen Sie sich! Ja, ja, ja. Darf ich fragen, warum Sie... Nein, das dürfen Sie nicht. Diese Frau zum Schweigen zu bringen, das schafft nicht mal der liebe Gott. Sie sollen still sein! So, 160.000. Mehr ist sowieso nicht da. Sind Sie schwerhörig? Ich habe gesagt, 122.444 Euro und 80 Cent. Das ist doch egal. Wir sind versichert gegen sowas. Bitte nehmen Sie. Sie sind nicht nur schwerhörig, Sie sind auch schwer von Begriff. 122.444 Euro und 80 Cent. Zählen Sie es ab! Bitte. Jetzt zählen Sie es ab! Sagen Sie, diese Maske ist doch aus Phantom der Oper. Richtig. Den Mann hat man auch verraten und verkauft. Wie lange dauert denn das? Und 450, kleiner habe ich es leider nicht. 444, 80, Herrgott, noch mal! Moment, ich habe das klein. Hier sind 5 Euro, haben Sie 20 Cent? Nein. Behalten Sie den Rest. Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass ich keinen Cent mehr will? Hier, ich habe es passend. 2, 20, ach, 40 und noch mal 2. So, und jetzt... Alle in den Safe! Das ist nicht notwendig. Ich verspreche Ihnen auch, wir werden uns ganz ruhig verhalten. So 15 Minuten oder so, das muss doch reichen. Sie können mich erschießen. Ich kann da nicht rein. Ich habe Klaustrophobie. Rein da! Nein, geht nicht. Herr Wöller, jetzt reißen Sie mich doch zusammen. Keine Lust, Sie. Herr Wöller, bitte. Aber Sie rufen die Polizei an, wenn Sie in Sicherheit sind. Ich habe nämlich keine Lust, hier die ganze Nacht zu verbringen. Halten Sie keine Predigt, Schwester. Bitte,
Nicht doch die Tür auf, doch! Ich habe doch Klaustrophobie! Bitte stehen Sie nicht so rum! Tun Sie was! Na, was denn? Das Safe ist mit Zeitschloss gesichert. Vor morgen früh kriegt ihn keiner auf. Morgen früh? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Haben Sie ein Handy dabei? Was? Ach, also, mein Handy? Ja, ich glaube kaum, dass Sie hier drin Empfang haben. Vorsicht. Und? Fehlanzeige. Ah, ich habe Empfang. Los, kommen Sie her, knien Sie nieder. Was soll ich tun? Ja, machen Sie schon. Ich kann hier Verbindung aufnehmen. Ich sage doch, das hilft nicht. Also vor morgen früh kriegen wir keiner auf. Das ist doch der Zeitschloss. Jetzt geben Sie doch nicht so schnell auf. Hauptsache, wir kriegen mit irgendjemandem Verbindung. Los, kooperieren Sie. Auf keinen Fall. Na gut, dann mache ich das halt. Doch, du Schwester Lotte. Ganz in die Ecke. Aber ziehen Sie die Schuhe aus. Mein Gott, gehst du mal ran, bitte. Dienststelle Kaltental City, Wachtmeister Meier am Apparat. Ja, hier ist Bürgermeister Wöller. Was? Herrgott nochmal, Herr Meier, hier ist Wöller. Wir sind überfallen worden in der Bank. Ich verstehe kein Wort. Herrgott, Meier, ich bin's. Ja, wir sind. Tut mir leid. Sie müssen sich in einem Funkloch aufhalten. Ich verstehe kein Wort. Meier. Versuchen Sie es übers normale Telefon. Meier. Meier. Vorsicht, meine Bandscheibe. Probieren Sie es doch noch mal im Rathaus, vielleicht klappt es da besser. Die Frau Labern macht Punkt 5 Uhr Feierabend, da ist niemand mehr. Und ich kriege keine Luft mehr. Ich ersticke. Nur keine Aufregung. Der Safe ist klimatisiert. Wie, wo? Achso. Das hilft alles nicht, da müssen wir halt einfach durchhalten. Ich muss nochmal anrufen. Also ich meine, ich bin ja um 8 Uhr verabredet zum Essen beim Landtagspräsidenten Neuburg. Mit dem war ich jetzt am Wochenende fischen. Wissen Sie, wie viel Pfund Fisch der rausgeholt hat? Mm-mm. 15. Oh. Oh Gott. Meine Fische. Fisch? In Ihrem Kofferraum? Ja. Ich habe zwar nur 2 mickrige Stichlinge rausgezogen, aber die sind in der Plastiktüte. Woher wissen Sie? Ja, Ihr Auto steht vor dem Rathaus und er riecht nicht besonders gut. Herr Meier hatte sogar den Verdacht, dass Sie eine Leiche im Kofferraum haben. Ach, du Schande. Oh Gott, ich bin ein toter Mann. Meine Tabletten. Sie liegen auf meinem Schreibtisch, in meinem Büro. Um Punkt 7 muss ich eine nehmen, sonst spielt mein Blutzucker verrückt. Halten Sie durch. Ich rette Sie. Das sagen Sie so. Ich rufe die Labern an. Vielleicht erwische ich Sie doch. Morgen wieder. Aua. Ha? Meldet sich nicht, habe ich es nicht gesagt? Sobald der Chef aus dem Haus ist, typisch. Setzen Sie sich erstmal hin und beruhigen sich. Ein Wunder. Frau Labern, Frau Labern, hören Sie mich? Herr Wöller? Hallo? Wo sind Sie? Akku leer. Einmal braucht man so ein Ding. Und entweder hat man keinen Empfang oder der Akku ist alle. Spätestens, wenn ich nicht zur Abendandacht erscheine, werde ich meine Mitschwestern suchen. Bis dahin heißt es, nur keine Panik aufkommen lassen. Eines würde ich aber trotzdem ganz gerne wissen. Warum hat er denn nicht das ganze Geld genommen, sondern nur 122.444,80 Euro? Das ist doch jetzt egal. Bis wir morgen hier rauskommen, sind meine beiden Stichlinge im Kofferraum verrottet und ich kann den ganzen Wagen wegschmeißen. Weil Fisch den Gestank, den kriegst du nie wieder raus. Und warum alles? Alles nur wegen Ihnen und Ihrem maroden Kloster. Du bist jetzt dran, Schwester Sophie. Und du weißt wirklich nicht, was die Mutter Oberin von mir will? So schlimm wird's nicht werden. Sie ist bester Laune. Die Bayern haben gute Aussichten, ins Halbfinale zu kommen. Hm.
Gelobt sei Jesus Christus. Kommen Sie, kommen Sie. Hierher. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Na, ist das nicht wunderschön da? Raten Sie mal, wo das ist. Südafrika? Süd ist richtig. Südamerika. Argentinien. Setzen Sie sich, Schwester Sophie. Als Sie in den Orden eingetreten sind, haben Sie den Wunsch geäußert, in die Mission zu gehen. Ist dem immer noch so? Sie meinen... Bischof Frossbauer hat mich gebeten, für ihn eine unserer Schwestern in die Mission nach San Rafael abzuordnen. Pater Ignatius, der Missionsleiter dort, ist ein Schulfreund von ihm und alleine der Arbeit nicht mehr gewachsen. Meine Wahl ist auf Sie gefallen. Nun? Das kommt jetzt doch ziemlich überraschend. Also, ich hatte mir eigentlich mehr Enthusiasmus von Ihnen erwartet. Nein, natürlich freue ich mich. Davon habe ich ja immer geträumt und auch nach Argentinien. Aber? Naja, Kaltental braucht mich. Ich meine... Meine Mitschwestern da und meine Leutchen in der Gemeinde. Ihre Arbeit in der Gemeinde wird Schwester Gina übernehmen. Und was Ihre Mitschwestern angeht... Ich hatte außer Ihrer Befähigung für die Missionsarbeit auch noch einen anderen Grund, Sie vorzuschlagen. Es ist mir nicht entgangen, dass Sie und Ihre ehemalige Mitschwester Barbara eine sehr enge Beziehung haben. Ist das was Schlimmes? Ich meine, sie braucht mich. Nicht nur zum Babysitten oder so. Sie ist ja so gutmütig und naiv und lässt sich immer von anderen ausnutzen. Ach ja? Ja. Ist es nicht eher so, dass Sie Barbara brauchen? Und zwar viel mehr, als Sie sich eingestehen möchten? Und mehr, als gut ist für Sie und Barbara? Wie soll ich das verstehen? Na... Mit dem Altruismus, das ist so eine Sache. Da opfern sich Menschen für andere auf. Und es entgeht ihnen völlig, dass das sehr oft aus egoistischen Motiven geschieht. Als ich zum Beispiel in Ihrem Alter war, glaubte ich, meine Mutter versorgen zu müssen, obwohl unser Verhältnis nicht das allerbeste war. Später wurde mir klar, dass ich mich nur vor der Entscheidung drücken wollte, der Welt und allem Ade zu sagen und ins Kloster zu gehen. Und die Ironie der Geschichte ist, dass meine Mutter Gott froh war, mich endlich los zu sein. Verstehen Sie jetzt, was ich meine? Gut. Dann schlage ich vor, Sie fahren jetzt zurück, überschlafen das alles und geben mir bis Montag Bescheid. Habe ich denn eine Wahl? Sicher. Sie können statt nach San Rafael auch nach Köln. Verstehe. Bis zur Buchmesse schaffe ich das auf keinen Fall. Wenn überhaupt. Moment. Schwester Sophie, was ist? Was? Ach so, ja. Nein, schaffe ich auf keinen Fall. Thank you.
wie vom Erdboden verschluckt. Weder in der Firma noch im Ochsen hat er sich blicken lassen. Und zu Hause ist er auch nicht. Und hier auch nicht. Das ist doch das Fahrrad von Schwester Lotte. Stimmt. Das ist in der Tat höchst seltsam. Das sag ich doch. Ja, Maya? Was gibt's, Paul? Das ist ja komisch. Da bin ich gerade. Na, weil der Herr Wöller verschwunden ist. Und Schwester Lotte auch. Ja, Roger und aus. Was ist? Der Direktor Traugott ist auch nicht zu Hause aufgetaucht. Und seine Frau macht sich Sorgen, weil sie eigentlich ins Theater gehen wollten. Und was machen wir jetzt? Tja. Hören Sie doch auf. Ich habe jetzt keinen Kopf für solche Lappalien. 18.000 Euro im Monat sind doch keine Lappalie. Aber wenn wir hier schon über Stunden gemütlich zusammensitzen, könnten wir uns ja vielleicht auch einigen. Oder wollen Sie das alles vor dem gesamten Gemeinderat verabschieden lassen? Also eins kann ich Ihnen sagen. Die Abstimmung verlieren Sie. Ich? Verlieren? Hier geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Sagen Sie, ist Ihnen auch so heiß? Oh Gott. Nicht, Herr Traugott. Alles in Ordnung. Denken Sie einfach nicht daran. Ihr Puls ist jedenfalls in Ordnung. Ja. Also diese Luft hier, ich halte es nicht aus. Tut mir leid, Schwester Lotte musste noch mal ins Rathaus, wegen der Miete. Nein, Herr Wöller besteht auf seinen 18.000. Gut. Ich werde Bescheid sagen, sobald sie zurückkommt. In Ewigkeit. Amen. Wo ist Agnes? Wieso sind Sie schon hier? Der Doktor hat mich nach Hause geschickt. Nach Hause geschickt? Wieder Ihr Herz? Wo ist Agnes? Hier in der Küche ist sie nicht. Im alten Stall. Was haben Sie denn? Was sagt der Arzt? Ist die immer so komisch? Wie man es nimmt. Also ich an deiner Stelle würde lieber warten mit dem Essen. Lotte ist noch nicht da. Sophie ist in München und so wie ich Agnes kenne, fastet sie lieber, als zuzugeben, dass ihr dein Essen schmeckt. Was gibt's denn? Aus den Fischresten habe ich Fischsuppe mit Aioli gemacht und jetzt wird frisches Brot gebacken. Jetzt übertreib's mal nicht. Normal ist beim Bäcker tut's auch. Ich habe mir zwar geschworen, nie wieder in einer Küche zu stehen, aber wenn ich was mache, dann mache ich's richtig. Hoffentlich kriege ich bald eine spannendere Aufgabe. Keine Angst, das wird schneller kommen, als du denkst. Sophie geht in die Mission. Woher weißt du das? Deshalb ist sie heute in München. Aber bitte behalte es für dich. Und ich krieg dann ihren Job in der Gemeinde? Wer sonst? Aber sag ich dir gleich, das wird auch kein Honigschlecken mit den alten, fremden Leutchen. Alles besser als diese ewige Kocherei. Du? Ja, ich. Es ist passiert. Was? Mein Blutdruck. 170 zu 98. Ist das schlimm? Na, jedenfalls muss er runter. Der Arzt hat mir Beta-Blocker verschrieben und... Aber schwöre mir, dass du keinem was sagst. Nein. Jetzt sag schon. Ich soll mir ein Haustier anschaffen. Warum das? Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Haustiere allein durch ihre Anwesenheit in einem Raum sich schon beruhigend auf den Blutdruck auswirken. Das ist doch toll! Dann kriegen wir endlich ein Kätzchen. Wenn der Arzt ihr das verschrieben hat, dann kann die Mutter Oberin wirklich nichts dagegen haben. Keine Katze. Oder ein Hund. Der Bernhardiner von der Familie Berger hat Junge geboren. 12 Stück. Keinen Hund. Verliehen Sie das bitte. Agnes, es handelt sich um meinen Blutdruck, nicht um deinen. Erinnern Sie sich noch, wie wir auf Ihrem Speicher im Archiv eingesperrt waren? Und ob? Da konnten wir wenigstens die Dachluken aufmachen. Das hat ja auch was Gutes. Wie alles im Leben. Na klar. Herr Traugott fällt ins Koma, ich kriege einen Herzinfarkt und Sie sind fein raus. Koma. Nicht? Koma. Ja. Herr Traugott, hören Sie doch einfach nicht auf ihn. Und Sie hören auf, hier rumzujammern. Benehmen Sie sich gefälligst wie ein Mann.
Nicht nötig. Machen Sie ja schon. Ach, mit Ihnen rede ich doch überhaupt nicht mehr. Erst wieder, wenn wir das Tageslicht sehen. Es glaubt, wird selig. Nur noch eins. Wir zahlen Ihre Miete. Ja. Allerdings müssen dann Sie als unser Vermieter alle Bauauflagen, die Sie uns aufgebrummt haben, selber übernehmen. Also wie zum Beispiel die Feuertreppe oder die Bekämpfung des Mauerschwamms oder des Holzwurms, die Sanierung der Installation und so weiter. Und das Dach muss gedeckt werden. Also unter 500.000 ist da nichts zu machen. Also noch ein Wort. Und ich weiß nicht, was ich tue. Aber egal was, jedes Gericht wird mich freisprechen. Wegen temporärer Unzurechnungsfähigkeit. Hallo? Hallo? Willi? Nein, du, ich komm später. Nein, Wöller ist verschwunden. Ja, entführt, was weiß ich. Ja, ich muss im Büro die Stellung halten. Warum nicht? Ich meine, Sie beten doch sonst auch den ganzen Tag. Von früh bis spät. Warum nicht jetzt, wo es um Leben und Tod geht? Problem. Was? Ist auf die Toilette. Ich auch. Wieder da. Na, wie war's? Toll. Ich glaube, ich habe den Auftrag. Das hätte mich Irene bestimmt nicht ins deutsche Vita eingeladen und 150 Euro für die Rechnung belohnt. Ja, sag schon was. Toll, ich freue mich für dich. Was ist los, Barbara? Sieht sie gut aus, diese Irene? Barbara. Weißt du, was ich finde, Max? Ich finde, wir haben fast nichts gemeinsam. Das stimmt doch überhaupt nicht. Wir haben tausend Dinge gemeinsam. Wir haben gemeinsame Wohnung, gemeinsame Kinder, gemeinsames Auto, gemeinsames Konto. Ich meine das ernst, Max. Nimm mir nur ein paar Dinge, die wir gemeinsam haben. Ich meine seelische oder so. Oder was wir beide mögen und wo wir übereinstimmen. Ist doch jetzt nicht dein Ernst. Doch. Seid ihr bestimmt Sophie eingeredet. Sophie hat damit nichts zu tun. Was hältst du davon, wenn wir uns jetzt hinsetzen und jeder schreibt 10 Dinge auf, die er gerne macht und liebt? Und dann vergleichen wir die Liste. Findest du das gut? Ja. Hey, ihre Schuhe. Wo ist das nächste Klo? Gleich schräg gegenüber. Ja, macht sich schon, komm. Herr Direktor. Schnell, Herr Meier, helfen Sie mir. Ich dachte schon, wir müssen hier übernachten. Die Tabletten. Wo sind die? Büro, Schreibtisch. Wie haben Sie denn das Zeitschloss aufgekriegt? Es wird von einem Sicherheitsdienst geschaltet. Aber als ich die Stimmen aus dem Safe-Raum gehört habe, da habe ich sofort den Alarm ausschalten lassen. Wie ist denn das alles passiert? Nun ja, als Dr. Traugott Herrn Wöller und mich rauslassen wollte, da stand da plötzlich ein Mann mit einer Pistole und einer Maske. Und aber am besten ist, Herr Wöller erzählt Ihnen das, weil, vor allen Dingen, wie heldenhaft er diese Situation gemeistert hat, weil ich muss es leider weg. Alles Gute. Ja, ich auch. Ich muss zu meinem Wagen ins Rathaus. Sie bleiben hier, bis ich Ihre Zeugenaussage aufgenommen habe. Die paar Minuten machen den Bock auch nicht mehr fett. Also ich gehe jetzt. Und Sie kommen, wenn Sie etwas von mir wollen, morgen ins Rathaus. Sie finden den Täter ja sowieso nicht. Sie finden doch nicht mal im Dunkel Ihre eigene Nase. Was haben Sie denn im Kofferraum? Der ganze Rathausplatz stinkt. Ja, ich bin's, Herr Brunbeck. Rufen Sie umgehend den Abschleppdienst an. Lassen Sie meinen Wagen abholen. Ja, ich weiß, wie spät es ist, aber für Sie wird jetzt alles zu spät sein, wenn ich Sie die Spuren. Also stehen Sie auf. Ja, fahren Sie in die Firma, holen Sie die Plastiktüte aus meinem Kofferraum und vergraben Sie ihn samt Inhalt auf dem Acker hinter Ihrem Haus. Noch irgendwelche Fragen? Ach so, den Schlüssel, ja, den lege ich. Aber nee, das soll der Abschleppfahrer, soll sich in dem Ochsen abholen, ja? Die Schnauze voll, Ende. Ich muss mal sprechen.
Die ist schon im Bett. Ist irgendwas passiert? Nein, nein, ich brauche nur Ihren Rat in einer persönlichen Angelegenheit. Ach, Sophie! Kannst du mir sagen, was Barbara so am liebsten macht? Wie? Naja, so ins Kino gehen, tolles Essen, du weißt schon. Du bist doch mit ihr verheiratet. Das müsstest du doch eigentlich besser wissen als ich, oder? Ja, du, in diesem Alltagstrott, die Kinder, die Arbeit und so, man kommt dazu nichts, also bitte. Naja, spazieren gehen, lange abends durch die Felder und reden über Gott und die Welt. Zumindest mit mir hat sie das immer gerne gemacht. Sophie? Spazieren gehen. Danke. Und? Was wollte sie? Ich soll nach Argentinien, in die Mission. Ehrlich? Das ist doch fantastisch. Das macht dir nichts aus? Na klar. Du wirst mir irrsinnig fehlen. Aber das war doch immer dein Traum. Und wohin in Argentinien? San Rafael. Nie gehört. Ich mache uns einen Tee. Das ist irgendwo im Landesinneren, in der Pampa. Dann meinst du also, ich soll gehen? Was denn sonst, Sophie? Das heißt ja nicht, dass wir uns nie mehr wiedersehen. Und schreiben können wir uns auch. Dann hat die Mutter doch recht. Womit? Naja, als ich ihr gesagt habe, dass ich hier in Kaltenthal gebraucht werde und so weiter, da hat sie das alles messerscharf auf dich bezogen und mir einen langen Vortrag darüber gehalten, dass ich mir da was vormache mit dir. Wie? Naja, dass ich mir einrede, dass du ohne mich nicht klarkommst mit allem. Natürlich komme ich alleine klar. Das konnte ich dir nie beibringen. Es ist nur schöner mit dir. Aber nicht immer. Weil wenn du dir was in den Kopf setzt, dann stellst du auf stur. Jedenfalls fände ich es furchtbar, wenn du wegen mir so eine Chance sausen lässt. Argentinien, Sophie. Dieses riesige Land und der weite Himmel und die Musik. Warst du schon da? Nein, aber so stelle ich mir es vor. Und wann soll es losgehen? Bis Montag will die Oberin Bescheid haben. Das heißt, es steht noch gar nicht fest? Ich habe die Wahl. Argentinien oder Köln? Typisch. Ich glaube, ich muss langsam los. Die anderen werden weiß Gott was denken, wo ich abgeblieben bin. Aber wir sehen uns morgen, ja? Sicher. Ich bin um 3 fertig in der Gemeinde. Bis dann. Jetzt guck nicht so. Gute Nacht. Ich bin fertig. 10 Punkte. Willst du hören? Moment, ich hol meinen Zettel. Hat ein bisschen gedauert, aber immerhin. Du fängst an. Ich ein und dann du ein. Okay. Früh aufstehen, dann noch alle schlafen und die Sonne aufgehen sehen. Ja, das hab ich auch. Allerdings unter Punkt 7. Schlafen bis 11 und frühstücken im Bett. Das ist nicht gerade das Gleiche. Biografien lesen von Menschen, die ich bewundere. Lesen habe ich auch. Allerdings Krimis. Gärtnern. Ist gemein, wir haben keinen Garten. Aber bauen. Am liebsten mit Holz. In einem Chor mitsingen. Mit Freunden Skat spielen oder Schach. Du kannst Schach spielen? Ja. Ich auch. Aber ich bin gut und dann ärgerst du dich wieder, wenn du verlierst. Wenn du meinst. Saxophon spielen. Du kannst Saxophon? Nein, natürlich nicht. Aber ich würde es gern. Komm, Max, lass es gut sein. Wir haben so gut wie nichts gemeinsam. Und trotzdem, ich liebe dich. Eine Sache haben wir auf jeden Fall gemeinsam. Lange Abendspaziergänge durch die Felder und reden über alles Mögliche. Tut mir leid, aber das ist nicht mein Ding. Sophia, die wollte immer laufen, bis ans Ende der Welt.
Aber am liebsten habe ich es, wenn du mich hier auf den Hals küsst. Also das haben wir auf jeden Fall gemeinsam. Wo waren Sie denn? Frag nicht. Das glaubst du mir sowieso nicht. Kann ich mal das Telefonbuch haben? Die Mutter Oberin wollte Sie sprechen. Aber das war schon so gegen 17 Uhr. Ist Sophie schon zurück? Nein, ich denke, die gluckt noch mit Barbara bis in die Puppen. Na, Argentinien! Ich hab's zufällig mitgekriegt, als die Mutter Oberin Ihnen das gesagt hat. Frau Stadler, guten Abend. Hier Schwester Lotte von Kloster Kaltental. Ich hätte eine Frage. Können Sie mir sagen, wem Sie das Kaschmir-Sakko gegeben haben? Ja, das, was Schwester Agnes mit den anderen Sachen gebracht hat. Das kamelhaarfarbene. Können Sie mir was über den Mann sagen? Ein seriöser Künstler, was Sie nicht sagen. Eins steht fest. In Zukunft betrete ich eine Bank, nur noch im äußersten Notfall. Ja, und dann mit Windeln in der Hose. Genau, mit erwachsenen Windeln. Hey, jetzt ist Schluss. Ja. Ich muss morgen früh raus. Die Löcher stopfen, die du mit deinem scheiß Kongresszentrum aufgerissen hast. Ja, halt, du musst mich noch nach Hause fahren. Ich? Überhaupt nicht. Wieso? Du hast doch viel mehr Autos als ich. Ja, meinen Wagen haben sie abgeschleppt. Und was ist bezahlt? Schreib's auf. Abgeschleppt? Das war bestimmt unser Meier. Nein, das ist eine andere Geschichte. Ich möchte gar nicht dran denken, weil sonst kotze ich dir deinen wunderschönen Janker voll. Und das stehe ich. Darf ich da mal durch? Ungern. Zu wem wollen Sie denn? Zu Herrn Bannweiler. Der ist sowieso nicht da. Wie? Der ist vor 10 Minuten hier vorbei. Ich musste alles nochmal wischen. Sie wissen nicht zufälligerweise, wohin er ist. Ich denke mal zum Bahnhof. Er hatte Gepäck dabei. Danke. Jetzt können Sie durch. Jetzt muss ich nicht mehr. Bannweiler? Wo soll's denn hingehen? Paraguay? Entschuldigung, kennen wir uns? Sicher? Wir sind Kunden bei derselben Bank. Mag sein, aber da ist mein Zug. 122.444,80 €. Spätestens am Flughafen, wahrscheinlich noch früher am Bahnhof in München, erwartet Sie die Polizei. Wie sind Sie darauf gekommen? Ihr Sakko? Warum, Herr Bannweiler? Und warum ausgerechnet diese Summe? Ich habe mir nur geholt, was mir gehört. Gehört hat, meine ich. Bevor dieser Anlageberater mich um alles gebracht hat. Direktor Traugott? Nein, der Mann ist längst verschwunden. Er wurde entlassen, als ruchbar wurde, was er mit uns Kleinanlegern getrieben hat. Die Ersparnisse eines langen, entbehrungsreichen Lebens, Schwester. Mit meiner Rente und dem bisschen Sozialhilfe, da kann ich nicht leben. Ich hatte nur die Wahl, mich umzubringen oder mir eine Pistole zu kaufen und das Geld wiederzuholen. Waffe! Tun Sie das nicht! Eine Schokoladenpistole? Lakritze. Ich weiß doch gar nicht, wo ich eine Pistole herbekommen soll. Und was meinen Sie mit meinem Sakko? Einer unserer Seminarteilnehmer hat es bei uns vergessen. Und nachdem er sich nicht gemeldet hat, haben wir es mit den anderen Sachen zur Caritas gebracht.
Kaschmir. Sie haben einen guten Geschmack. Typisch. Mein Talent zum Bankräuber steht meinem Talent als Schauspieler in nichts nach. Ach so. Deshalb die Maske. Phantom der Oper. Eine meiner letzten Rollen. Aber das ist lange her. Damals kannte mich jeder in München. Das wird schon wieder. Ist das Geld im Koffer? Ich hoffe, es ist noch alles da. Es ist Ihre letzte Chance, um aus diesem Schlamassel herauszukommen. Obwohl ich kurz versucht habe, mir ein Glas Champagner zu leisten, hätte ich es bloß mal getan. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Kommen Sie. Was haben Sie vor? Das weiß ich noch nicht. Aber dem lieben Gott wird schon was einfallen. Sie gehen nicht zur Polizei? Ich meine, Sie sind Nonne und ich habe eine Bank überfallen. Mit einer Lakritzpistole. Ich habe ihn, Herr Direktor. Ich rufe gleich zurück. Jedenfalls stimmt der Betrag bis auf den Cent genau. 122.444,80. Bannweiler, dieser abgetakelte Schauspieler, also ich mag das kaum glauben. Ich verständige Wachtmeister Meier. Das lassen Sie schön bleiben. In Ihrem Interesse und im Interesse Ihres angesehenen Geldinstitutes. 122.444,80 €. Bitte zählen Sie nach. Also Schwester, so leicht geht das nicht. Herr Bannweiler ist von einem Anlageberater Ihrer Bank um alles gebracht worden, was er jemals gespart hat. Sie haben den Schuldigen entlassen. Und damit war der Fall für Sie erledigt. Unseren Kunden ist bekannt, dass Anlagen auf dem Fonds- und Aktienmarkt nicht ohne Risiko sind. Ja, das Merkwürdige ist nur, dass der Kunde alles verliert. Aber nicht die Bank. Scheint alles da zu sein, Herr Direktor. Ich würde vorschlagen, Sie buchen das Ganze unter lehrreiche Erfahrungen ab. Und versuchen den Schaden, den Herr Bannweiler erlitten hat, wenigstens zum Teil wiedergutzumachen. Und Herr Bannweiler wiederum verzichtet darauf, seine rührende Geschichte an die Presse zu verkaufen. Oh, das ist ja Erpressung. Frau Wehrland, würden Sie bitte die Tür schließen? Ja. Von außen. Setzen Sie sich bitte. Einen Kaffee? Ich wusste, dass Sie ein großmütiger Mensch sind. Trau Gott, wie der Name schon sagt. Herr Doktor, die Pistole ist aus Lakritze. Ist aus was? Bärendreck. Schwester Lotte, Entschuldigung. Wissen Sie, was es mit der Pressekonferenz auf sich hat, die der Wöller für 15 Uhr angekündigt hat? Ach, du Schande. Nein, nein, das kann ich Ihnen noch nicht verraten. Nur so viel, es handelt sich um einen sensationellen Augenzeugenbericht, den er Ihnen exklusiv... Entschuldigen Sie, aber die Pressekonferenz findet nicht statt. Wieso? Wen haben Sie denn schon alles informiert? Niemand, warum? Die Sache hat sich erledigt. Die Bank hat ihr Geld wieder und hat kein Interesse, die Sache an die große Glocke zu hängen. Wo steckt denn der Herr Wöller? Im Baureferat. Also gut aufgehoben. Jetzt haben wir sogar die gesamten Fingerknöchelchen der rechten Hand. Schwester Lotte, jetzt ist er komplett. Das ist wunderbar. Jetzt habe ich auch einen Moment Zeit. Also zeigen Sie mir den Herrn. Bitte, hier entlang. Sagen Sie, haben Sie denn eigentlich schon darüber nachgedacht, wie Sie weiter damit verfahren wollen? Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich ihn mitnehme. Das Nationalmuseum hat sein Interesse angemeldet. Ein bisschen schade finde ich es ja schon, dass es kein Heiliger ist hier aus der Gegend. Es wäre eine richtige Attraktion. Täuschen Sie sich nicht, Schwester Lotte. Er ist eine echte Attraktion. Aber zum Glück ist dieser Bürgermeister Völler ja viel zu vernagelt, um das zu begreifen. Bitte nicht berühren. Waren Sie schon einmal in diesen Höhlen in Südfrankreich, wo man den Cro-Magnon-Menschen gefunden hat? Oder in Bozen beim Ötzi? Da geht es zu wenig Luft. Touristen? Tausende. Hunderttausende. Tausende? Das ist ja interessant. Wie lange haben Sie denn vor, hier noch zu buddeln? Nun, ich denke, am Freitag sind wir mit den Ausgrabungen fertig. Im Refektorium wartet ein Herr Bannweiler auf Sie.
Schwester Lotte, wann haben Sie denn Zeit für mich? Der kann noch einen Moment warten. Lass uns in die Kapelle gehen, da können wir ungestört reden. Ach, das ging ja schnell. Geh schon mal voraus, ich komme gleich nach. Seien Sie mal, wie kommen Sie dazu, meine Pressekonferenz abzublasen? Das ist ja wohl der Gipfel. Schauen Sie, Direktor Traugott hat sein Geld wieder. Und er will den Vorfall lieber unter den Teppich kehren. Es war ein Banküberfall. Und ich lasse mir keine Pistole unter die Nase halten. Von niemandem nicht. Es war eine Pistole aus Lakritze. Aus La... Kritze. Der Bankräuber ist ein ganz armer Kerl, den der Anlageberater der Bank um seine gesamten Ersparnisse gebracht hat. Wir hatten nur einfach das Pech, am falschen Ort zur falschen Zeit zu sein. Und die einzige Gefahr, der Sie wirklich ausgesetzt waren, war, dass Sie an Alkoholentzug zugrunde gehen, weil Sie Ihre Feierabendhalbe erst um 23 Uhr trinken durften. Na schön. Schwamm drüber. Aber dafür kommen Sie nächste Woche mit mir zur Mutter Oberin und geben mir Rückendeckung. So? Sind Sie im Baureferat abgeblitzt? Ja. Bei diesen Knalltüten. Also? Ja oder nein? Na gut. Sie kennen das Phantom, ne? Mhm. Aber es war seine letzte Vorstellung. Ja. Mit einer Lakritzpistole. Dass Sie auf sowas reinfallen? Ich?